Herzlichst willkommen, meine lieben Freunde, Abonnenten und Fans. Ja, was machen wir hier? Es ist ein neues Projekt, wie ich es meinem Bro Pandiro versprochen habe. Es ist seine heißgeliebte Pokémon Smaragd Tower Edition. Und du kranker Sack, auf was bist du da eigentlich gekommen? Sag mir das jetzt mal bitte. Sorry, Mann, ich weiß auch nicht. Wenn ich übertreiben will, dann übertreibe ich einfach. Ich liebe es. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe mal ein bisschen angetestet, Leute, und dieser Hack ist einfach nur scheiße, übel schwer. Hat es Und, wenigstens seinen Sinn erfüllt. na, aber hallo. Und, ja, wir haben hier noch einen Gast, der gerade etwas abwesend ist. Nee, ich bin nicht abwesend. Oh, bist du nicht? Nein. Gut. So. Ich wurde sozusagen gezwungen, hier mitzumachen. Gezwungen. Ich habe dich heute Morgen gefragt, willst du mitmachen? Hast du gesagt, Nein, von mir aus. ich wurde gefoltert. Ich habe immer noch solche blauen Flecken an meinen. Mach so weiter und es geht nachher wieder weiter, du. Ja. Da kommt die Streckbank. Also, was muss ich noch alles über mich ergehen lassen hier? Ich glaube, ich werde verrückt. So, wir sind ein Junge und heißen natürlich wieder Takuro. Nein, warte, TK. Das klingt viel cooler. Macht die Kitty, yo. Aber mit Punkten dazwischen. So wie P, so wie PD, P Diddy ist es TK, T Kitty. T-T-Kitty. Ja, Mann, doch, das mache ich jetzt auch. T-Kitty. Ja, So. Mann. T-Punkt. Leerzeichen. Oh, da muss ich aber Kitty mit einem D nur schreiben. Ah ja, okay, dann so. T-Kitty. Ja, Mann. Nice. Arr. So, ich brauche, bis ich aber auf mein iPod einen Satz schreiben kann. Ohne den Schreibfehler. Das kommt mit der Zeit noch, glaub mir. Ja, gerade eben konnte ich flüssig schreiben, wie Schreibmaschine halt. Aber jetzt. Jetzt schreibst du nur noch trocken. Ja, so in der Art. So, jetzt ist es ganz normal, wie am Anfang noch. Wir sind in diesem Umzugscluster. Mal gucken, hast du irgendwas geändert? Nein, nein, Ich glaube, nein. der Anfang fällt ein bisschen. Nein, der Umzugscluster ist nicht anders. Gut, wagen wir doch mal die ersten Schritte nach draußen. Ich glaube, Und das what the fehlt. fuck? Man ist auf dem Haus drauf, gell? Man steht mitten auf diesem komischen großen Turm drauf. Und du kannst. Aber du kannst auch laufen, ne? Ja, natürlich. Als wärst du so, was weiß ich, Jimmy Wonder. Nee, ich bin Stevie Wonder, bin ich nur ohne Stevie. Mit viel Wonder. Ja, genau. Geil. So, okay, du hast hier in dem Haus hast du alles gelassen, sehe ich gerade. Nein, indirekt, oder? Nein, doch, du hast alles gelassen. Jo. Ja, hier im Zimmer auch. Da holen wir mal den Trank. Alles ganz normal. Der Trank ist Nehmen. noch da, gell? So, stellen wir mal die Uhr ein. Wir haben jetzt, wie viel Uhr? 10 Uhr. Warte mal, 23 Uhr. PD, du bist doch der Amerikaner hier unter uns. Was bin ich? Der Amerikaner unter uns. Ja. Erklär mir noch mal kurz den Unterschied zwischen AM und PM. AM ist morgens und PM ist so abends. Also ab 1 Uhr, also so Mitternacht, gell? Ab 0 Uhr 1, dann ist AM. Ja. Bis um 12 Uhr mittags wieder und da fängt PM wieder an. 9 Uhr, 10 Uhr. Wir haben 10 Uhr 22. Ach, machen wir 25 draus. Das wusstest du nicht? Nee, doch schon, aber ich komme da immer durcheinander ein bisschen. Ja, ich habe es am Anfang auch Probleme mit gehabt, Ich merke aber. es mir eigentlich immer so, AM ist gleich am Morgen. Also ist das von morgens bis abends um 0:01 Uhr. Und PM heißt Penismaul oder was? Für PM habe ich mir nie was überlegt, wie es heißen kann. Ja, Penismaul. Ja, was hat das mit einer Uhrzeit zu tun? Also ich weiß Ja, nur, wer was besser oben AM. zeigt, dann ist es 12 Uhr. Also. Man guckt Okay. einfach draußen, wie hell es ist, gell, fertig. So. Okay, ich gucke mich hier mal ein bisschen um. Du hast eigentlich nicht wirklich was geändert, nur diesen Turm halt dazu gemacht. Genau. Okay, dann gehen wir mal zu unserer Rivalin. Sagen ihr, dass sie schöne Brüste hat und dann gehen wir wieder. Nice, Tits. Und wieder weggegangen. Very nice, how much? Ja, aber Okay, oh, guck mal, ein Pokéball, den klaue ich mir jetzt. aber Aha. dann kommt so rein Gacha, gell? Da kommt er rein und packt mir von hinten an die Nüsse, du. Und Da das kriege ist ich einen der Ausruf. Crocodile. Ja. So, okay. Babbel nicht so viel. So, ich habe vergessen, den Speed hochzudrehen. Das stimmt. Frame Skip, Throttle 200. Und jetzt geht's wieder rund. Formel 1 Speed. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, dann gehen wir doch mal hier raus.
und checken ab. Auch Vogel, halt's Maul. Jawohl, Stella ist wieder dabei. Ja, Mann. Okay, das ist auch normal geblieben. Aber ich weiß, du hast die Starter-Pokémon geändert. Yep. Oh je, Zubat. Lavita, okay, das gefällt mir. Und Bummels. Bummels. Alter, wie bist du auf Bummels gekommen? Ich glaube, ich habe das so eine Art nach dem Schwierigkeitsgrad gemacht. Ich glaube, mit Lavita wäre es am einfachsten, mit Zubat so mittelmäßig und mit Bummels am schwierigsten. Ich nehme Lavita, weil Bummels ist schon alles zu krass, oder? Bummels ist, glaube ich, so für Schwierigkeitsstufe legendär oder so. Gut, dann werde ich irgendwann nochmal dieses Let's Play machen und werde es auf legendär machen. Auf jeden Fall. Okay, Wobei... What? Lavita Level 1? Yep. Was hast du da gemacht, Mann? Krankes, wahnsinniges Arschloch. Hier beim Galaxy Tower startest du erstmals da auf Level 1 statt auf Level 5, so wie es sich eigentlich gehören sollte bei Pokémon. Okay, ja, zumindest habe ich hier einen Vorteil gegenüber dem Zigzags, weil ich vom Typ Gestein bin. Oh, immerhin. Ja. Hm? Immerhin. Ja, ich weiß, dass es noch schlimmer kommen wird. Okay, Level 2 haben wir jetzt erreicht. Kann ich mir schon denken, ne? Von wann kommt das so, was weiß ich. So, jetzt muss ich mir aber noch überlegen. Lavita bekommen? Name für Lavita? Ich weiß schon. Ich weiß aber es schon. Das ist so eine Tür, auf einmal wirst du verhaftet wegen Drogenbesitzes, ne? Was? Dann ist schon... Was? Ja, man weiß ja nie, ne? Power Edition. Ah, nein, ich weiß nicht, dass viele... Ja, Mann. Je höher, desto... Ja, Mann. Ich nenne das wie jetzt ganz eiskalt My Boy. My Boy? Ich weiß nicht, kennt das vielleicht einer von euch? Ich glaube. Mit diesem Zelda-Comic. Also mit diesem Zeichentrickfilm. Ich weiß gar nicht, habe ich bestimmt mal gesehen. Boss, hast du davon schon mal was gehört? Ich? Ja. Also, ne, eigentlich nicht. Ich bin ja nicht so der Zelda. Okay. Ja. Nein, darum geht's ja nicht. Es geht einfach nur um, das ist so ein YouTube-Kacke-Video, ist es auch wieder. Nee. Ich weiß, ich habe zwar viele Verarschungen gesehen, aber. What the hell? Hat der hier einfach so ein Bisasam reingeklatscht? Wohin? Ach so, ja, da welches Level ist denn das? 3. Ach so, ja, ich hab's da reingeklatscht. Ich weiß nicht mehr warum, aber. Angeben und weg. Ich glaube, das hat das schon drauf, oder? Angeben. Nein, nur Tackle. Okay. Das wäre halt keine Chance. Heuler. Ja, aber es macht keinen Heuler irgendwie. Volltreffer, scheiße. Entschuldigung. Komm schon mal, Boy. Komm schon. Und noch einmal treffen, dann ist es down, jawohl. Siegt. Down! Okay, my boy ist jetzt Level 3. Nice. Oh, ein Taubsi. Level 2. Kann ich davon flüchten? Kann ich davon flüchten? Ja. Eine Bedrohung. Ein Taubsi ist eine Bedrohung für unsere Kolonisation. Oh, what the hell. Das habe ich ja voll vergessen. Hm? Du hast das Pokémon Center blockiert und du hast den Pokémarkt blockiert. Genau. Du elender Assi. Und den Ausgang zur nächsten Route hast du auch versperrt. Hallo, ich hab... Aber du kannst doch bestimmt zu deiner Mutter hingehen und dich heilen, oder? Ja, natürlich. Ja, zu der Mutter kannst du ja heilen gehen. Das wäre sonst ein bisschen zu Assi, oder? Ja, sonst natürlich. Okay, kann man mal Boy den Trank geben. Jetzt kommt der eiskalte Wingull, ich habe keine Chance. Ah, komm, hier runter. Ah, doch, ich konnte abhauen. Ich muss nochmal hier runter zum Level ein bisschen. Ich weiß schon, dass es jetzt ultra hart wird. Hattest du eigentlich weiter getestet oder nur bis dahin so? Ich bin irgendwie auch schon ein Stück in den Turm gelaufen, aber irgendwann war es mir dann so doof, dass ich da keinen Bock mehr hatte. Und nein, Pfiffchen, da hat doch Biss keine Wirkung. Also ist nicht effektiv. Ich glaube, du bist nicht in den Turm gegangen, du bist, glaube ich, erst in den Eingang rein. Ja, ich bin so an Registeel und so vorbeigelaufen und dann bin ich irgendwie so einen langen Gang nach rechts dauernd nur gelaufen und dann habe ich nicht weiter gemacht. Eine Frage an den Hersteller dieses Hacks an Paniro, wie der Etagen hat, dieses... Boah, ich hab echt gar keine Ahnung. Grob geschätzt. Grob geschätzt? Ja. Also wenn man jetzt in die eine Treppe läuft, an der nächsten rauskommt, jede Etage dann... Wie viel sind denn das? Ja, das frag ich doch. TK, mach du mal einfach weiter, ich überleg grad mal. Ich hab grad keine Ahnung, ich muss mal ein bisschen so... grob schätzen hier. Okay. Kannst du es ja dann sagen, wie, auf gut hessisch gesagt, wie hoch das Türmsche ist? Du brauchst die Circa-Formel, damit du sie berechnen kannst. Ja, alles klärchen wir, Märchen. Ja, man, die Circa-Formel, ey. Die ist genial.
Die ist echt genial. Nobelpreis verdächtig damit. Nobler Preis. Nee, Nobel, nicht Nobler. Ja, ich weiß. Der Nobelpreis wird noblen Preisträgern verliehen. Ja. Boah, Gott, ey, das wird übelst krass, ey. My Boy ist jetzt Level 4. Ich schätze mal, ich weiß echt nicht, ich kann das nicht sagen. Ich schätze mal, boah, fuck, das kann man echt nicht sagen. So, jetzt ist My Boy auf Level 5. Wenn ich einfach Ebenen zusammengemischt habe. Darf ich fragen, ob es 100 sind? Bestimmt, ja, 100 auf jeden Fall eigentlich. Kranker Bastard. Das wird ein langes Projekt. Das wird also echt ich lang. Weiß nicht, weil ich weiß jetzt nicht, ob es lang ist, aber es kommt einem auf jeden Fall lang vor, weil das Training halt abfuckt und alles. Okay, das Leute. Das ist der Psychokiller. Okay, Leute, herzlich willkommen zum Let's Play Forever. Hallo, meine Freunde. Hey, das nicht auf. Kann. Hey, ich kann. Ja, was? Weißt du denn so? Irgendwann so, hi meine Freunde, willkommen zu Part 7685, hier ist Takuro Misashi, ich bin mittlerweile 20 Jahre mit meiner Frau verheiratet, habe 4 Kinder. Wir befinden uns immer noch im Eingangsbereich des Towers. Guck mal, wenn du stirbst, du hast das Projekt immer noch nicht gespendet. Ja, ach, Mann. Da müssen meine mit angekommen, Alter. Da müssen meine Kinder das machen. Ja, genau. Unsere dann Mini-Generation danach und so weiter, dann haben wir bestimmt schon gehabt 5000 irgendwas. Es gibt schon mittlerweile die 70. Generation von Pokémon und du bist immer noch nicht fertig mit. Die 70. Gell? Da gibt's schon jeden Farbton. Da gibt's Pokémon. Da gibt's dann Pokémon Mahagoni Rot und Pokémon Nussbraun. Und da sind dann die Pokémon, die haben noch bescheuertere Namen als jetzt. Da heißt die zum Beispiel einfach so Flaschenwechsel oder so. Hey, Adiro, der Typ, mit dem ich das jetzt auf dem Kanal geschrieben habe, fragt gerade, was soll das heißen? Lick the one that cheats from under my nuts out. Er fragt das auch noch, wie das heißt. Geil. Oh Gott. Wie geil ist das? Lick the Wonder Cheese from under my nuts. Kannst du kein Englisch? Leck den Wunderkäse von unter meinen Nüssen, Mann. Ey, auf Deutsch übersetzt hört sich das so krank an. Alter Schwede, ey. Was hat sich Eminem da gedacht, Mann? Ohne Shit. Hört's euch an, Eminem Crack a Bottle. Bei was war's? Eine Minute. Sechs. Sechs, genau. Er ist echt überfragt. Google Translate, Mann. Ich wollte es gerade sagen, Google Übersetzer hilft dir überall. Die übersetzt die Hälfte falsch. Oh Mann, dieses scheiß Training von diesem Vieh dauert so ewig. Was ist das denn? Kranker Sack, ey. Ah, ich hab eine Antwort bei Twitter bekommen. Ich nehm's einfach als Kompliment. Aber trotzdem, mit My Boy ist es jetzt gar nicht so schwer. Also am Anfang bis jetzt. Warte ab. Ich könnte wetten, Rivale, ich weiß nicht mehr, was der Rivale hat, aber der Rivale hat irgendwas, was mich one-hittet. Ja, ein wildes Stulunio. Wie viel Schaden machen wir dem Vieh? Ah, doch, es geht. Das ist viel, was gesagt hat. Oh mein Gott. Ey Leute, das ist echt krank. Okay. Schreibt bitte in die Kommentarbox hier unten drunter, was ihr davon haltet. Und wenn ihr es krank findet, dann mache ich überall einen Daumen hoch. Was ist denn krank? Was passiert? Ja, dieser Hack, bis jetzt, er ist krank. Schau dir den Scheiß doch an. Da steht ein Turm in der ersten Stadt. Aber stell dir mal vor, jetzt ziehst du um, gell, kommst du nach Hause, gehst voll gemütlich rein, stellst oben die Uhr um, kommst wieder raus, steht einfach so ein scheiß Turm direkt vor deinem Haus. Paff. Du machst die Tür auf, gehst raus, bam, und läufst mit dem Kopf gegen den Turm. So eiskalt. Ohne Scheiß. Oh Mann, ich glaube, ich trainiere mal Boy jetzt noch auf Level 7 so und dann gehen wir mal zum Rivalen. Ah nein, Level 8. Level 7, 8 ist immer gut. Ich bin ja schon Level 7. Weißt du, kommst dann aus dem Haus raus und wirst von der Klaustrophobie und von der Masse des Turms wieder in dein Haus reingepresst, gell? Ja. Klaus, Klaus, Klaus. Klaus, Klaus, Klaus. Boss kann nicht mehr, den hat man nur noch zwischendrin ein paar Mal Luft holen und lachen. Ich glaube, ich brauch eine Sauerstoffflasche langsam. Du brauchst ein bisschen mehr Käse unter die Nüsse, Mann.
Du brauchst eine Bitch, die den Wonder Cheese unter den Nüssen ableckt. Irgendwann mache ich so ein Gericht. Das gibt's dann bei mir im Laden. Das Wonder sind dann Nüsse eingetaucht in Käse. Nüsse gecovert in Wonder Cheese. Aber schmecken muss es bestimmt dann, ne? Also wenn man jetzt... Ja, ja. Symbolisch gemeint könnte man eventuell eine Kotztüte bereithalten, aber ansonsten... Ja, aber du verkaufst das Menü nur mit Kotztüte. zum Sportpreis von 1 Euro. Pro Kilo. Nein. Pro Brocken. Alhamdulillah. Celtic Warrior. Wie weit bist du? Ja, my boy ist jetzt immer noch Level 7. Ich laufe jetzt einfach mal hoch zum Rivalen. Wie viele Minuten hast du jetzt drauf? 15 Minuten. Nein, 16. Geil. Ja, okay. Übel. Okay, erstmal abhauen von dem wilden Pokémon. Okay, und, ja, daneben hast du auch zugemacht. Sag mal, was ist los mit dir? Den See? Ja. Ja, toll. Ja, locker, damit du nicht abhauen kannst. Zum Schluss mal ein Licht anmachen. Speichern. Auf 3 States habe ich jetzt gespeichert. Der Trottel, ne? Ey, der Trottel, der hat keinen Bock auf Google Translate, habe ich gesagt. Mach mal, wird interessant für dich. Jetzt hat der eiskalten Gagawar. Willst du mich verarschen? Der Cheese. Und das Vieh macht Absorber und killt mich fast mit einer Attacke. Welches Level ist denn das? Das Vieh ist Level 7. Goodbye, my friend. Alter, leckt mich doch am Sack. Lick the Wonder Cheese von einem anderen meinen Nuts. Ja, ich wollte schon sagen, wo ist die Käse dann? Dann mach ich mir mal. Bei Google Übersetzer ein. Ey, ich tu ganz dick Käse drunter streichen. Alter! Ist das für ein Cheeseburger Mac ist? Oh. Leck den Käse von unter meinem Burger. Okay, ich sehe es ein. Der Rivale ist noch zu heftig. Echt? Ey, ja, hallo, die macht zweimal Absorber und ich bin tot? So, gucken, was hat mein Boy für ein Wesen? Zart. Oh, super. Ich glaube, wenn du Biss drauf hast, ne? Ich glaube, Velavita lernt das irgendwann. Das hat schon Biss drauf. Okay, dann musst du noch irgendwie raus. Es so machen, dass du etwas schneller bist als Gekkabor, dann musst du auf Flinches surfen. Ja, deswegen. Ich trainiere jetzt mal auf Level 8. Mal gucken, dann, was da abgeht. Ey, ich habe das mal reingeschmissen in Google Übersetzer. Und? Leg das Wunderkäse unter meinen Nüssen. Der hat einfach Lick nicht übersetzt. Das ist krank. Geil. Und mal Boy erreicht Level 8 und lernt Sandsturm. Cool. Ja, Mann, best washed. Best washed. Schreibt er keinen Bock drauf, ob der das aber setzen kann. Translator Schrott. Google Translator halt. Du sagst es. Ohne Scheiß, Mann. Aber mach es trotzdem. Und auch Spaß. Ja, aber hier, wie kriege ich denn eigentlich Pokebälle, du Hans? Hä? Wie kriege ich denn eigentlich Pokebälle, du Hans Meiser? Nee, du bekommst doch die ersten 5 von Maike. Ja, aber wie ist es danach? Ach, keine Ahnung, musst du mal gucken, irgendwo kommt ein Markt. Super, irgendwo kommt dann so ein Markt. Der steht einfach mal so da und sagt so, hallo, hier ist ein Markt. Du bist so eine Leiter, ne? Guck, du bist guck mal, du bist zum Beispiel ein Gras, ne? Und dann ist irgend so eine Leiter, du gehst die Leiter hoch, auf so eine ganz großen Fläche, wo Gras ist, du gehst die Leiter hoch, auf einmal ist ein Markt. Mitten in, ja, klar. Mitten in den Himmel. So voll die Logik. Du wurdest mal ganz kurz getötet, bist in den Himmel gelandet, konntest alles einkaufen, hast wieder als gratis oben drauf eine Wiedergeburt. Oh Gott. TK, sonst? Ja? TK, falls du irgendwo in den Pokémarkt rein oder in den Supermarkt reingehst und wieder rausläufst, gell? Ja. Und du nicht mehr im Turm bist, sondern irgendwo Dings in der Stadt oder sowas, gell? Mhm. Dann mach einfach am besten Pause und sag mir Bescheid, dann ändere ich das um und dann geht's dann wieder. Ja, dann machst du so ein Warpfeld zum Turm wieder. Ja, ja. Okay. Oh, ich dürfte eigentlich alles. Ich dürfte eigentlich alles da zugemacht haben und Verbindung aufgebaut haben. Also mir ist mal aufgefallen, seit ich mit euch jetzt immer Parts aufnehme, das war jetzt bis jetzt nur einmal das Vergnügen, nehmen wir immer mehr als 20 Minuten auf. Ist doch chillig. Ja, ich sag ja auch nicht, dass es scheiße ist, aber das ist krank.
Ich sage ja nicht, dass es scheiße ist, aber oh. Kack. Jetzt habe ich Fifi in zweimal hintereinander flinchen lassen, wenn das bei Gekka auch so ist. Okay, nice. Best washed. Ich habe mich gerade entschieden, dass irgendein Team-Pokémon, was ich holen werde. Ha? Was? Seid ihr dann auch in meinem Part von Platina dabei? Wenn wir schon mal dabei sind. Was? Von dir oder was? Ja. Ja, können wir machen, kein Problem. Ah, was? Ich habe nicht zugehört. Oh, sag's ihm nochmal. Ja, ihr beide dann bei mir im Platin. Ach so, klar. Auf. Perfekt. Da schreibt er, das kommt raus. Legt der Wonder Cheese unter meinen Nutz. Wie hat er denn Nutz geschrieben? Was hat denn der, übersetzt? Ja, keine Ahnung. Von Englisch auf Englisch oder was? Schreibe ich jetzt gerade hin. Ohne Scheiß. Ah, ich kann mir noch einen extra Trank holen, hab ich ja voll vergessen. Wo denn? Von diesem Typen, der im Supermarkt arbeitet. Der steht doch hier draußen. Ach, genau. Ja, genau den. Ich weiß nicht mehr. Der steht, glaube ich, dann im Stein. Nein, der steht neben dem Stein. Oh, Gott sei Dank, gut. Ich weiß, ich renn gerade hier um dieses Grasfeld rum, weil mir nicht mal einfällt, was es hier für einen Glitch gab damals. Ich weiß noch, es gab einen Glitch, da bist du mit diesem Typen, der zeigt dir ja, wo der Pokémarkt ist, ne? Ja. Und du läufst hinterher. Da gab es irgendwie so einen Glitch, da bist du mit dem Typen zusammen ins Dach von diesem Markt reingelaufen, hast dann in dem Dach drin gesteckt. Lol. Ich weiß nicht mehr genau, wie der funktioniert. Ich glaube, irgendwas nach der Pokéliga. Du darfst ihn nicht ansprechen oder sowas. Geil. Muss ich nochmal nachgoogeln. So. Maike, die zweite. Jetzt kommt's, ey. Adlige. Was wollte ich eigentlich sagen? Jetzt auch so, ja, irgendein Teammitglied, was ich mir fangen werde, wird Seamus heißen. Das ist jetzt fest beschlossen. Nicht in deinem Metronom-Run? Vielleicht auch noch im Metronom-Run, ich weiß noch nicht. Ja, man, Seamus für den Sieg. Okay, das sieht echt kacke aus. Weiß man überhaupt, wie Maike bzw. Briggs überhaupt mit Nachnamen heißen? Dings. Ich wüsste jetzt eigentlich nicht, oder? Keine Ahnung. Guck mal, Ash Ketchum. Ne, dann nehme ich mal an, dass die anderen die Protagonisten, was weiß ich, auch so nach Gewürzsoßen benannt wurden, ne? Nein, ich glaube eher, dass Ash Ketchum wegen Fangsi, Ketchum. Ja, ich weiß, das ist aber... Ich habe damals auch immer Ketchup gesagt, also... Das haben alle. Maike Senf oder... Oder Briggs Mayonnaise. Geil. Wen gibt's noch? Rocco Chili Soße. Dieser, wie heißt der von Gold? Dieser. Tracy. Clarin Meretisch. So, Leute, ich bin jetzt mal hier in den Tower reingegangen, weil mir das jetzt zu dumm wird mit Maike. Und ja, was kommt hier im Tower? Im Tower kommt ein Visor. Cool, Level 3. Gefällt mir. Also, du musst Maike nicht besiegen, gell? Ja, aber da krieg ich Pokebälle dann. Pokebälle von ihr. Ja, das ist mir ja wichtig. Egal, ich laufe jetzt ein bisschen durch den Tower durch. Ich mache mal ein Safe-Set, falls ich irgendwann wieder raus will und es nicht schaffe. Und verdammt, wie lange muss man hier denn laufen? Ein Hutut, Level 4. In einem Turm. Was macht ein Hutut in einem Turm? Hut machen. Wahrscheinlich dasselbe, was ein Käfersammler im Mondberg tut. Ja, genau. Okay, wir sind jetzt im Galaxy Tower T1 und jetzt, wow. Himmelturm? Fragezeichen? Hä? Himmelturm, okay. Oh, ganz viel Gras. Holland! So, was kommt hier im Gras? Hier kommt. Kindwurm, Level 13. Willst du mir eigentlich einen Herzinfarkt einjagen? Oh, Kindwurm macht auch Biss. Kindwurm Level, ernsthaft? Level 13, ja, weiblich. Ich kann mich ernsthaft nicht erinnern, den da reingebaut zu haben. Aber okay, ist geil. Kindwurm kommt mit Raserei, scheiße. Gut, der fragt sich, aber warum übersetzt er das nicht? Müsste und Wunderkäse müsste er ja noch kennen. Ey, Mann, geil. Das ist doch bitter. Okay, Leute, ich habe ein kleines Problem. Welches? Dass mein Boy jetzt fast draufgegangen ist und ich keine Tränke mehr habe. Eigentlich, Wunderkäse kommt doch im allgemeinen Gebrauch. Lad den Safe State wieder. Nein, das ist jetzt gerade ein Level abgekommen, deswegen. Ja, Zubiris Level 4.
Dann lad einfach so, das Save State und trainier davor. Aber ist doch so, ne? Normalerweise müsste ja dieser Google Translator Wunderkäse zum Beispiel kennen, weil das kommt ja auch im allgemeinen Sprachgebrauch vor, ne? Ja, Wunder und Käse. Macht doch Sinn, oder? Ja, ich hab... Sag dir mal, der soll Wonder Cheese auseinanderschreiben. Ach, scheiß doch drauf, ey. Der Typ hat's doch eh nicht, oder? Weißt du, ich hab so eine Theorie. Der Google-Übersetzer, der kann einzelne Wörter bestens übersetzen, ja? Aber, soweit es dann so weit kommt, dass zwei Wörter kommen, denkt sich dieser Übersetzer, fick dich ins Knie. Warum soll ich zwei Wörter übersetzen, wenn du Idiot die auch beide hintereinander einfach übersetzen lassen kannst und sie einfach zusammensetzen kannst? Hä? Warum sollte ich das denn machen? Immer einen englischen Satz und ich übersetze den Übersetzer. Kiss the ring, bitch. Okay. Aber mit Komma. Das will ich jetzt. Kiss the ring, bitch. Alter, hast du ja sagen, was rausgekommen ist? Hm? Kiss the ring, Hündin. Was? Weil Bitch ist ja auch weiblicher Hund. Okay. Ja, deswegen Kiss the ring, Hündin. Oh, hey, Boss, ich hab Breaker gefunden. Ah. Ey, der hat einfach Kiss the ring nicht übersetzt. Du hast Dinges gefunden, Arnosch? Nasknet? Ja. Ich muss immer an Arnosch denken aus unserer Klasse, der hat ja auch so eine Rabennase. Oh Mann. Breaker nix so ungut, es war ein Spaß gerade. So. Was wolltest du sagen? Hast du das Nasknet gefunden? Ja. Niese, sehr, sehr niese. Ich überlege auch gerade, ob ich es. Nein, ich nehme es nicht ins Team. Es kann sich weiterentwickeln und das ist hier in der Edition leider nicht der Fall. Ja. Komm schon, mal Boy. Dieser Scheiß mit diesem Gekka-Boy ist einfach nur, weißt du, wenn das Vieh Rankenhieb könnte, wäre das kein Problem. Aber das Vieh kann Absorber, das heißt, es kriegt immer wieder KP dazu. Das ist ein scheiß Schmarotzer. Mach doch einfach Safe States und versuch so Flinchen zu machen. Ja, ich will jetzt aber auch nicht mit 1000 Safe States arbeiten. Ist ja auch doof. Naja. Ich renne jetzt erstmal wieder zurück. Ist jetzt Level 11, glaube ich, Maboy, oder? Ja, Maboy ist jetzt Level 11. Dann probier mal jetzt. Und ich hoffe einfach mal, dass es jetzt klappt. Ich meine, ich bin 4 Level drüber. Das müsste ja jetzt langsam mal ein bisschen was Besseres werden. Auf jeden Fall. Ein Ladybar in einer Höhle. Da haben wir doch schon wieder den Käfersammler in der Höhle, ne? Und ich kann jetzt nur noch Sandsturm machen und hoffen, dass dieses Ladybar drauf geht dadurch. Aber ich glaube, ich gehe vorher drauf, wenn das Vieh Tackle macht. Ja, verpiss dich, ich hau ab. Küss meine Wundernüsse und leck den Käse. Oh, holy shit, erstmal heilen gehen. Okay. So. Oh Gott, Leute, das wird ein richtig langes Scheiß, Kack, Arschloch, Schisch, Arsch, Kiesch, Skas, Squish, Let's Play. Und ich habe bis jetzt noch gesagt. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der diesen Satz, den ich eben gebracht habe, außer dir, Pandero, ohne Fehler aufsagen kann. Du hast richtig gesagt. Wäre ja. Das schön gut ausgesprochen, nur nicht halt in der richtigen Reihenfolge. Oh, ich bin stolz auf mich. Und ich, Idiot, bin gerade wieder in den Turm reingelaufen. Wer stammt denn dieser... Der Satz von einem Lied von Lil Wayne. Watch my shoes, no ceilings. Und ich dachte, das wäre deinem kranken Gehirn entsprungen. Nee. Wie dieser Hack hier. Nur bei dem Lied... bei dem Lied sagt er ein Wort ein bisschen anders da. Okay. Fuck. Oh Mann, es ist echt motivierend, wenn man diesen Hack hier spielt und dann auf seinen Hintergrund guckt, wo Seamus abgebildet ist als König. Geil. Er gibt mir Kraft. Scheiße, ich hätte Lavita Seamus nennen sollen. Fuck. Egal. Gibt's auch Namenwerte in diesem Turm? Pandero? Ja. Gibt's? Ja. Ich bin auch da, jopp. Oh, nein. Wir wollten wissen, ob es einen Namenbewerter in dem Turm gibt und nicht, ob du da bist. Achso, ob es einen Namenbewerter im Turm gibt? Ja. Mhm. Soll ich ehrlich sein? Du weißt es nicht. Es gibt keinen. Toll. So, okay. Ich habe jetzt einen Safe Stat vor Maike gesetzt und werde einen Safe Stat setzen, bevor ich jetzt die nächste Attacke mache. Okay. Wo ist die 1? Wo ist die 1? Wo ist die 1? Da. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich... Ich bin immer noch nicht schneller, das gibt's doch nicht. Was ist das denn? Was für ein Wesen? David hat halt so ein kleiner. Ich hab einen Volltreffer gemacht.
Bitte noch einer, bitte noch einer, bitte noch einer. Komm schon, bitte noch einer, mal boy. Nein! Hallo! Was? Was zum Wesen hat dein Marital? Zahart. Okay. Es ist so wie ich. Natürlich. Okay, das wird glaube ich nichts. Ja, Volltreffer One-Hit hat's mit mir gemacht. Fick dich. Komm schon, my boy, tu es, my boy. Ey, wie wird denn dieser Seamus geschrieben? Ich will den googeln, ich kenn ihn nicht. S-H-E-A-M-U-S. U-S, ja. Ich komm grad ein bisschen durcheinander. Oh, my boy, komm schon. Ach, oh, der. Mann, ich schaff das einfach nicht. Meine Fresse, dieses Geckerbohr könnte jetzt echt mal den Wunderkäse von meinen Nüssen lecken. Ich mache jetzt noch mit noch mehr Speed. Okay, es hat nicht geklappt. Noch mehr Speed bringt Glück. Oh, komm schon. My boy, mach doch mal einen Volltreffer. Aber das bringt leider auch nichts, weil das Vieh immer wieder volle KP kriegt. Das gibt's doch nicht, ey. Wie lange muss man hier denn auf einen Volltreffer warten? Heilige Scheiße, ey. Wunderkäse sei Dank, du. Volltreffer war da, aber leider bringt er nichts, weil ich jetzt nichts mehr zum Heilen habe und sonst was. Leckt mich, ich trainiere weiter. Das geht einfach nicht. Wir sind jetzt bei 31 Minuten und ich bin keinen Meter weitergekommen. Geil. Mandiro, du bist für mich wie ein Bruder, aber ich hasse dich. Nein, du hast nicht mich, du hast den Hack. Ich hasse dich, weil der Hack deinem kranken Hirn entsprungen ist. Das ist echt kein Spaß mehr, ich muss was trinken, ey. Wo ist meine Flasche? Nein, die Flasche ist weg, da ist sie. Hier kommt's da. Boom. Hier kommt's da. Boom. Hey. Hier kommt's da. Ja, boom. Now boom. Hier kommt's da. Boom. Come guy, hier kommt's da. Gotcha. Boom. Hier kommt's da. Lecker Wasser. Ui. Ja, Wasser schmeckt auch total lecker, gell? Ja, Mann, so voll nach Wasser. So nach nichts. Ja, aber hör mal auf, ich finde Wasser ist echt das Geilste, was man trinken kann. Ist es auch. Das stimmt auch. Deswegen habe ich auch ein Glas Cola hier stehen. Ist ja auch Wasser mit Zucker. Genau, wo eher Zucker mit Wasser. Ja, mit ganz viel Zucker. Ganz viel Zucker. Hm? Dann ist es halt ganz viel Zucker mit sehr wenig Wasser. Richtig. Ja. Ich glaube, ich muss dieses Lavita erst auf Level 20 trainieren, ey. Das ist eher Thea, ne? Na, ja, doch. Ekelhaft. Ja. Oh Gott, ey, ich hab bald keinen Bock mehr. Wende den Part. Nein. Allein. Ich will allein in diesem Part noch Maike besiegen, das geht sonst nicht. Ach so. Sonst fühlt man sich nicht so toll, dass man irgendwas Besonderes gemacht hat, gell? Ja, genau. Wenn ich schon Lavita als Starter habe, was mal Boy heißt, und wenn ich schon einen Hack von dir spiele, der so krank ist, dass ich hier eine halbe Stunde schon mit euch dran sitze, muss ich den noch durchziehen. Das stimmt. Stimmt, bisher hat jeder eigentlich im ersten Teil aus ihm. Was ist, Boss? Da spricht der Ehrgeiz aus dir. Oh ja. Mhm. Ein gefaktes Ehrgeiz. Hab ich mir geklaut. Ja. Du hast ihn geklaut aus Aldi, ne? Normal. Der ist eigentlich 2,50 gekostet. Das sehe ich nicht ein. Aldi, wir kaufen alle bei Aldi. Und weil ich Aldi-Fan bin, gehe ich da jeden Tag hin. Bei Aldi bin ich zu Hause. Arbeitsamt. Wenn ihr mich sucht, stehe ich schon vor dem Arbeitsamt. Okay, ja. Maboy ist jetzt Level 12. Jetzt renne ich nochmal zu der Mutter zurück und lass mich halten. Geld auf meinem Konto. Ich komme hier nach Deutschland. Keine Arbeit, keine. Nein, warte, wie geht das Lied? Ich hab die Lyrics irgendwo. Die Lyrics. Ich kann ja mal vorsingen, ne? Das wollten einige von meinen früheren Freunden hier in YouTube hören. Was denn? Ich hab jetzt die Gelegenheit, so Arbeitsamt. Achso. Nicht live in Aktion zu erleben. Okay, jetzt der dritte Versuch gegen Maike. Viel Glück, TK. Dankeschön. Beziehungsweise T-Kitty. Ich werde jetzt direkt einen Safe-Stat setzen am Anfang. Dann, wenn ich einen Volltreffer gemacht habe, werde ich noch einen Safe-Stat setzen.
Und dann werde ich nochmal ein Safe-State setzen irgendwann. Das ist muy chock. Das ist einfach nur voll das Cheaten, ich weiß. Das Vieh ist immer noch schneller, ich pack's nicht. Ich bin 5 Level drüber und das Vieh ist schneller. Verstehst du, was ich meine? Weil Lavita ist ja auch so ein kleiner Fettsack. Oh, perfekt, ein Volltreffer. Muy chock. Muy chock, chock. Alter, ah. Ich kann jetzt Choc Giselle, muy bien, sehr gut, very good, kann ich es auch auf Französisch. Okay. Ja, ja, ich hab's kaputt gemacht. Très bien, mein Freund, très bien. Congratulations. Ich hab's kaputt gemacht. Jetzt kriegst du einen Keks. Ich will ja, Käse. Und damit schön stinkt. Ich will den Käse von ihr lecken. Schimmel. Du willst den... Take your pants off. Lick the Wonder Cheese like a motherfucking helicopter. Lick the Wonder Cheese from under her lips. Oh Gott. Fuck, Vorstellung, nein. Oh yeah. Wenn die sich da unten so Käse hinspielt. TK, nie wieder Nachos mit Käsesoße im Kino essen. Oh. Och doch, warum nicht? So lecker. Nie wieder. Ich hab meine Pokebälle bekommen, ja. 5 Stück, ja? Nach einer halben Stunde. Alter. Nach 36 Minuten. Du Noob. Oh, meine Mutter. Und sie steht im Tower drinne und schenkt mir jetzt die Schuhe. Geil. Ihr müsst nachher mal gucken, wie das aussieht, wie die in dem Turm drinne steht. Und dann rennt sie durch den Turm durch und geht nicht mal durch die Tür, wie so ein Geist, einfach nur ist sie wieder Jesus. Im Haus. Geil. Jesus konnte übers Wasser laufen. Ja, die Mutter des Protagonisten gesagt, kann durch die Wand laufen. Hm? TK? Ja? Du hast 5 Pokébälle bekommen, gell? Ja. Vergiss nicht, du darfst beim Fangen von Pokémon auch Safe State setzen, gell? Ja, ich weiß. Das heißt, ich kann eigentlich jeden Pokéball für ein Teammitglied benutzen. Genau. Gut, ich laufe jetzt hier aber erstmal noch ein Stückchen weiter durch. Bist du im Turm drin? Okay, das ist sehr verwirrend hier. Ich bin ganz am Rand. Da sind diese Pfeile von wegen nach draußen gehen, aber ich kann nicht nach draußen gehen. Ja, genau. Du bist krank, warum hast du das getan? Wenn ich unten laufe, kommen die Pfeile überall. Das ist krank. Ist doch geil, das macht diesen Turm noch mystischer. Oh Gott, der 3D-Effekt. Das soll so Psychiatrie sein für dich. Apropos 3D, ich muss mal was testen, wenn ich eine 3D-Brille hab, Boss. Ich hab heute mit dem Wii-Emulator ein bisschen rumgespielt, ne? Ja. Und da war so eine Filtereinstellung. Das sah aus wie dieses rot-blaue 3D-mäßige, weißt du ja, was ich meine, ne? Ja. Und ich hab leider keine 3D-Brille, sonst hätte ich mal getestet, ob man dann GameCube und Wii in 3D spielen kann. Ich hab eine. Okay, da kommt jetzt Macholo. Was steht hier in Arbeit oder so? Breilenschrift steht hier, irgendwas an der Wand. Das Beste ist, dass meine Brille ist noch aus Pappe, ne? Und das Ding ist jetzt schon fast 10 Jahre alt. Oh. Das habe ich schon. Wer ist dieser Spike Kids? So hieß diese. Ja, Mann, mit so einem komischen Känguru, ne? Ja. Ja, ey, ich habe diese Hefte geliebt. Was für Hefte? Ich habe über den Kinofilm geredet. Ach nein, warte, nein! Nein, ich bin falsch! Du hast den Kinofilm gemeint. Ich habe so ein Heft gemeint, das hieß Yps-Heft. Hör mal zu, der dritte Teil dieser Filmreihe. Die hieß Mission 3D. Ja, genau, Spy Kids Mission 3D. Und dieser Film war so richtig affenmäßig geil in 3D zu sehen. Damals. Ohne Scheiß. Heutzutage hat man jetzt diese normalen anderen Brillen, die halt keine rot. Ja, diese dicken Nerd-Brillen. Ja, genau. Ich weiß nicht, wie man sich vorkommt, mit Sonnenbrille an, auf dem Kopf oder was weiß ich, so auf dem Fernseher zu starren und dabei fast eine Faust in die Fresse zu bekommen, obwohl das gar nicht stimmt. Gangster, ne? Ja, Mann. Oh Mann, ich renne jetzt hier die ganze Zeit schon im Tower an dieser Stelle rum, nur weil ich unser nächstes Teammitglied sehen will, was nicht kommt. Welches suchst du denn? Das seht ihr gleich. Also was heißt, das seht ihr gleich? Das sage ich euch gleich, wenn es da ist. Hey, dabei hast du gesagt, du Dingens, wolltest ein Part beenden, nachdem du die Rivalin, Maike, Mayonnaise oder wie die auch immer heißt, besiegt. Toll, jetzt habe ich es schon gesehen und hab's gekillt. Nein, ich sag's euch trotzdem noch nicht. Erstens, wie der da ist. Ja, wir früher oder später hier erfahren. Also wunderbar. LOL. My boy. Aber zu Virus, nein. Ein Pandi. Hast du einen Pandi eingebaut irgendwo? Irgendwo, ja. Level 100. Nein, Mann. PD, kurze Zwischenfrage. Muss ich irgendwie Fliegen auch einsetzen in diesem Let's Play?
Keine VMs. Keine VMs. Gar nichts. Alles klar. Das macht die Sache um einiges leichter hier. Dann brauche ich keine VM-Sklaven und sowas. Genau. Aber wo bleibt denn dieses Scheißvieh? Die Fans haben es jetzt wahrscheinlich schon gesehen, nur ihr noch nicht. Egal, sobald hochgeladen hast, sehe ich auch. Normal. Und dann stimmt der Satz, dass wir es noch nicht sehen, nicht, weil wir es dann sehen. Ja, ihr seht es jetzt im Moment gerade nicht, wo ich das hier aufnehme. Da hat keinen Sinn. Oh, dieses Vieh kommt einfach nicht. Lill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